Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum Themenabend am heutigen Tag, 26.11.2020. Freuen wir uns, diesen weiteren Abend veranstalten zu können, trotz Corona. Heute mussten wir erstmals sogar auf das direkte Publikum komplett verzichten. Hier im Raum sind außerdem Referenten Tim C. Richter und meiner Wenigkeit noch drei von meinen Kollegen, um uns hier ein bisschen den Rücken zu stärken und damit man wenigstens hier ein direktes Gegenüber hat. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn uns jetzt möglichst viele über das Internet zuschauen. Gleich zu Beginn möchte ich schon hinweisen auf einen weiteren Themenabend, einen Sondertermin, den wir im Dezember haben werden. Das ist schon in zwei Wochen, am 10. Dezember. Das ist eine kleine Weihnachtsgabe, die wir für Sie planen. Es geht bei diesem Themenabend um ein ganz besonderes Kaffeehaus hier in Münster, das besonders in der Nachkriegszeit durchaus auch so eine Art Wohnzimmer für die Münsteraner war. Es geht um das Café Grotemeier. Und Zerstörung, den Wiederaufbau und Neubeginn aus der Kaffeehausperspektive. Die Referenten werden sein Dorothee und Michael Kerstins und Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel. Aber nun zum heutigen Abend. Also noch einmal begrüße ich Tim C. Richter. Ich freue mich sehr, dass er sich bereit gefunden hat, heute diesen Vortrag zu halten. Ich stelle ihn zunächst kurz vor. Tim Richter ist freiberuflicher Historiker. Er forscht und veröffentlicht zum Themen der deutschen Militärgeschichte, der NS-Geschichte und auch zum Zweiten Weltkrieg. Herr Richter ist aber auch in der Vermittlungs- und Erinnerungstätigkeit Arbeit tätig, unter anderem für die Villa Ten Hompel. Er hat gerade noch erzählt, dass er Stadtführungen bei Stadtreisen anbietet und ich weiß auch, dass er für den Geschichtsort Villa Ten Hompel sehr erfolgreich schon mehrfach die Führung rund um die Villa angeboten hat, bei der es um authentische Spuren aus der Zeit des Nationalsozialismus geht. Sein Vortrag heute widmet sich einem eher wenig bekannten Kapitel der jüngeren Stadtgeschichte Münsters. Wir gehen 100 Jahre zurück fast. Nach der Novemberrevolution 1918 begann in Münster auch mit ersten freien Wahlen zwar eine demokratische Zeit, es setzte sich aber auch eine Zeit der sozialen Unzufriedenheit und politischen Krisen fort. In militärischen Kreisen, Universität und politischen Vereinigungen verstärkten sich republikfeindliche Strömungen, deren Weg sich bis in die Zeit des Nationalsozialismus entfalteten. Der Titel des Vortrags, durchglüht vom vaterländischen Geist, Reichswehr, Universität und radikale Netzwerke in Münster 1919 bis 1933. Es geht um rechtsgerichtete Organisationen, die schon weit vor 1933 nationalistische, rassistische und antidemokratische Ideen vertraten und sich auch vehement für ihre Verbreitung einsetzten. Ein prominenter Zeitgenosse der 20er Jahre bezeichnete Münster sogar als eine Hochburg reaktionärer Organisation. In seinem Vortrag wird Herr Richter diese Entwicklung und das, warum diese Stadt eine Hochburg reaktionärer Organisation war, diese Entwicklung nachzeichnen und er wird dabei ein Hauptaugenmerk auch auf die Akteure und Netzwerke in dieser Zeit legen. Herr Richter, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten. Da ist er. Ja. Gut, dann schon die zweite. So, bitteschön. Ja, danke schön. Danke für die Einladung und auch danke, meine Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier diesen Vortrag beizuwohnen. Ja, zunächst einmal ist der Titel etwas irreführend, 1919 bis 1933, also der Schwerpunkt wird schon eher auf den frühen 20er Jahren liegen und erlauben Sie mir, dass ich zunächst etwas weiter aushole. Wir werden Münster verlassen, wir werden auch in der Zeit etwas zurückgehen und zwar nach Paris zum 14. Juli 1789. Die Französische Revolution wird eingeleitet und in der Folge bricht die alte Ordnung zusammen. Und das heißt für Münster, die Zeit der Fürstbischöfe geht zu Ende. Es kommen die Preußen, die von den Franzosen verdrängt werden, die wiederum von den Preußen verdrängt werden.
und die machen aus Münster die Hauptstadt der preußischen Provinz Westfalen. Münster wird Schreibtisch Westfalens, es wird eine Beamtenstadt. Vor allen Dingen aber wird es eine Garnisonstadt, einer der größten Garnisonstädte überhaupt in Preußen und die bedeutendste militärische Stadt in Nordwestdeutschland. Stationiert hier war das 7. Armeekorps mit der 13. Division. Nach der Novemberrevolution wurde daraus die Reichswehrbrigade 7, in Zeiten des Nationalsozialismus das 6. Armeekorps. Mitte des 19. Jahrhunderts waren in Münster etwa 3000 Soldaten stationiert. Das ist schon recht bedeutend und auch während des Krieges mit etwa 15.000 Soldaten, sehr viel, müssen ja bedenken, Großteil war im Feld. Münster hatte damals noch unter 100.000 Einwohner und von denen waren 15.000 Militärangehörige. Auch zu Zeiten der Weimarer Republik mit 2.000 Soldaten eine verhältnismäßig stark besetzte Garnison. Das Militär war also überall sichtbar in der Stadt, bei Konzerten, bei Aufmärschen oder bei Manövern. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild vom Kaisermanöver. Also der Kaiser Wilhelm II. Höchstpersönlich war anwesend bei diesem Manöver in der Nähe von Münster. Zwischen 1860 und 1913 ist eine interessante Entwicklung im Offizierskorps zu beobachten, nämlich der Anteil der Adligen sank von 65% auf 30%. Jetzt könnte man vielleicht meinen, das Militär wird bürgerlich, aber eher das Gegenteil ist zu beobachten. Das Militärische hält Einzug in das Bürgerliche, also was Verhalten angeht, was die Sprache angeht, was den Denkstil angeht, teilweise mit grotesken Effekten, man denke an den Hauptmann von Köpenick. Nicht ganz so gefördert wurde zunächst die Universität von Münster, im Gegenteil, 1818 wurde sie sogar degradiert zur Akademie und erst 1902 wieder gegründet. Aus Dankbarkeit hat man dann diese Universität nach dem damaligen Landesherrn, also nach Wilhelm II. Benannt, die Westfälische Wilhelms-Universität, und bereits in den 20er Jahren, also etwa 20 Jahre nach ihrer Gründung, gehörte Münsters Universität zu den größten in ganz Deutschland. Beziehungen von Militär und Universität lassen sich recht früh feststellen, zum Beispiel bei der Gründung der Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Wilhelms-Universität. Die erfolgte nämlich 1918 auf Initiative des Generalkommandos, vor allen Dingen um die sogenannte Auslandskunde zu fördern. Vor allen Dingen bewirkte aber die Französische Revolution etwas, was wir heute noch sehen, nämlich das politische Spektrum stellte sich so auf, wie wir es heute kennen. Denn bei der Französischen Nationalversammlung setzten sich die Abgeordneten, die der Französischen Revolution aufgeschlossen gegenüberstanden, auf die linke Seite, während die Abgeordneten, die der Französischen Revolution zumindest skeptisch gegenüberstanden, auf die rechte Seite setzten. Es entstand also das Bild von rechts und links, auch in Deutschland 1848 in der Frankfurter Paulskirche, auch dort die Skeptiker auf der rechten Seite, die etwas programmatischen und fortschrittlichen auf der linken Seite. Dies waren zunächst die Liberalen, später Sozialdemokraten, es folgten Marxisten und Anarchisten. Wir wollen uns aber mit dem rechten Spektrum beschäftigen, wobei auch heute noch rechts nicht gleich rechts ist. Wir wollen uns mit der äußersten Rechte, mit der extremen Rechte beschäftigen. Die beginnt sich nämlich im 19. Jahrhundert zu radikalisieren. Zum einen nimmt der Rassismus einen immer stärkeren Stellenwert ein. Der Impuls kam von außerhalb, nämlich von Arthur Comte de Gobineau, der scheinbar wissenschaftlich die Verschiedenwertigkeit der Rassen begründet und den Begriff des Arias einführt. In Deutschland werden die Gedanken Gobineaus vor allen Dingen durch Richard Wagner populär. Und in Deutschland kommt zum Rassismus ein bestimmter Spielart des Rassismus stark hinzu, der Antisemitismus, der eine lange Tradition im christlichen Antijudaismus hier hatte, wird befördert
Durch die zunehmende Judenemanzipation, also jüdische Deutsche erhalten Rechte wie andere deutsche Bürger auch, und durch den Gründerkrach 1873, also die erste richtige Wirtschaftskrise im Kaiserreich, für die vor allem Juden verantwortlich gemacht werden. Also der Antisemitismus war im Kaiserreich allgegenwärtig und gesellschaftsfähig, und auch bei den verschiedenen Spielarten des Antisemitismus gibt es verschiedene Abstufungen. Wir können feststellen, so ab Ende der 1870er Jahre radikalisiert er sich, zum Beispiel 1879 mit der Gründung der Antisemitenliga, die die Vertreibung aller Juden aus Deutschland fordern. Und es lassen sich auch schon erste Spuren eines eliminatorischen Antisemitismus feststellen, zum Beispiel bei der Deutsch-Sozialen Reformpartei. Die stellt in ihrem Hamburger Programm fest, da die Judenfrage im Laufe des 20. Jahrhunderts Weltfrage werde, müsse diese endgültig durch völlige Aussonderung, schließlich Vernichtung des Judenvolkes gelöst werden. Im 19. Jahrhundert bereits solche Ansätze. Diese kleinen Splitterparteien, es waren nicht mehr als Splitterparteien, also wenn sie es in den Reichstag schafften, dann vielleicht mit ein, zwei Abgeordneten, aber das Gedankengut war in der Welt und wurde in Deutschland noch durch den sogenannten Sozialdarwinismus befeuert. Man muss hier Charles Darwin etwas in Schutz nehmen. Der hat immer darauf hingewiesen, dass the fittest nicht der stärkste, sondern der anpassungsfähigste meint. Eingeführt hat dieses Denken Herbert Spencer, und zwar in der Ablehnung des Sozialstaates. Er argumentierte scheinbar im Sinne Darwins, ne, die Armen hätten halt zu leiden, weil sie minderwertig seien. Und in Deutschland kam zu diesem Sozialdarwinismus schnell der Rassismus dazu. Das heißt, verschiedene Gruppen sind nicht gleichwertig. Von daher hat die eine Gruppe auch durchaus das Recht, die andere Gruppe zu vernichten. Auch diese Worte fallen bereits. Also der Sozialdarwinismus, der in Großbritannien durchaus noch sozial war, also gegen ärmere Menschen gerichtet, wird in Deutschland zu einer biologisierten Kampfphilosophie. Und in der extremen Rechte bildet sich halt dann das Ziel heraus, eine ethnisch und politisch homogene Gesellschaft, die sogenannte Volksgemeinschaft, zu schaffen, die in einen autoritären Staat lädt, im völkischen Staat. Das Volk ist alles, du bist nichts. Bei Konservativen allgemein lässt sich beobachten, dass sie auf Veränderungen, wie sie zum Beispiel im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung oder schon durch die aufkommende Globalisierung zu beobachten sind, aber auch durch die verschiedenen Emanzipationsbewegungen, der Arbeiter zum Beispiel oder der deutschen Juden, der Frauen, nicht dazu neigen, mit Anpassung zu reagieren, sondern aggressiv mit Ablehnung. Gilt nicht für alle Konservative, aber bei einem Teil der Konservativen lässt sich das festmachen. Auch aggressive Ablehnung gegenüber denjenigen, die sie verantwortlich für diese Entwicklung halten. Das waren zunächst die Liberalen, dann die Sozialdemokraten, schließlich der sogenannte jüdische Bolschewismus. Und diese extreme Spielart des Konservatismus findet sich bei den sogenannten Alldeutschen. Diese propagierten ein Europa unter deutscher Hegemonie. Die Juden sollten aus dem Land getrieben werden und weite Teile Osteuropas sollten annektiert werden. Dazu noch die Schaffung von überseeischen Kolonien. Der bedeutendste Vertreter oder derjenige, der die alldeutsche Bewegung vor allen Dingen geprägt hat über Jahrzehnte, ist Heinrich Claß. Der schrieb zum Beispiel 1912, die Keime des Verfalls, nachdem sie einmal erkannt sind, rücksichtslos zu töten, mag die dazu nötige Handlung im einzelnen Falle hart und lieblos erscheinen, ist richtig. Sie trägt ihr Recht in sich und dient dem höchsten Lebensgrundsatz der Ewigkeit des Volkes. Also der Begriff des Volkes taucht immer mehr auf, das völkische Denken nimmt immer stärkere Wichtigkeit in der alldeutschen Bewegung. Hier haben wir nochmal
zu Beginn des Ersten Weltkrieges, wie sich die Alldeutschen den Kriegsausgang vorstellten. Also das waren die Kriegsziele der Alldeutschen. Quantitativ wenig, aber mit einer großen Breitenwirkung. Also Klaas hat zum Beispiel unter Pseudonym auch ein Buch geschrieben, Wenn ich Kaiser wäre, welches ein Postkartenmaler in Wien mit großem Interesse gelesen hat und später in seinem ersten Buch auch zitiert hat. Es war Adolf Hitler und wir finden viele Passagen aus Klaas in Mein Kampf. Alldeutsche können wir das erste Mal in Münster 1887 feststellen, als eine Vorläuferorganisation, der Deutsche Reformverein, sich gründet. Und mit diesem Deutschen Reformverein taucht zum ersten Mal in Münster das Hakenkreuz auf. Also dieser Verein hat als Emblem das Hakenkreuz geführt, 46 Jahre vor der sogenannten Machtergreifung. Also Alldeutsche, klein, es waren wenige, aber qualitativ durchaus bedeutend, denn wir finden sogenannte Multiplikatoren in dieser Gruppe. Journalisten, Lehrer, in Münster Offiziere und vor allen Dingen in Münster Professoren. Der Vorsitzende des Deutschen Flottenvereins in Münster, ein typischer alldeutscher Verein, war ein Mathematikprofessor namens Reinhold von Lilienthal. Die Deutsche Kolonialgesellschaft setzte sich fast ausschließlich aus Universitätsprofessoren zusammen. Und der stellvertretende Vorsitzende seit 1912 war Hubert Nahntrup. Hier sehen wir ihn mal mit einer Veröffentlichung zu einem kolonialen Thema. Und Nahntrup wird uns am heutigen Abend noch des Öfteren begegnen. Im Ersten Weltkrieg radikalisieren sich die Alldeutschen. Wir haben schon die Kriegsziele gesehen. Sie gründen auch eine eigene Partei, die Deutsche Vaterlandspartei, gegründet von Wolfgang Kapp, später bekannt durch den Kapp-Putsch geworden, Alfred Hugenberg als die treibende Kraft der Deutschen Nationalen Volkspartei in der Weimarer Republik. Und sie fällt vor allen Dingen auf durch Kampagnen gegen einen angeblichen Judenfrieden, der drohe. Man setzte auf Siegfrieden. Vaterlandspartei gab es auch eine Gruppe in Münster, die von dem Sprachwissenschaftler Professor Dr. Otto Hoffmann, also wieder ein Professor, geführt wurde, der auch im Reichsvorstand dieser Partei war. Der Erste Weltkrieg entwickelte sich alles andere, wie es die militärische Führung geplant hatte. Man hat 1914 auf einen Kriegsausbruch oder auf einen Angriff gedrängt, weil man meinte, dass dies die letzte realistische Chance sei, noch einen Konflikt siegreich zu beenden, weil die politische Konstellation und die Aufrüstung der Gegner es dem Deutschen Kaiserreich immer schwerer machen würde. Annahme war, Sie kennen bestimmt die verschiedenen Botschaften, Weihnachten ist mal wieder zu Hause, dem war nicht der Fall. Und für das, was danach kam, hatte man überhaupt kein Konzept. Sowohl im taktischen Bereich, wie man eben diesen Patt, der sich in den Grabenkämpfen widerspiegelte, aber auch volkswirtschaftlich, wie man eine Kriegswirtschaft organisiert und überhaupt, wie man eine Kriegsgesellschaft organisiert. Das war also ein Problem der Militärführung. Die dritte oberste Heeresleitung, also die oberste Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff, die versuchte es dann mit einer versteckten Militärdiktatur. Wir finden viele Vertreter des sogenannten neuen Militarismus, also weg von preußisch denkenden Militärs hin zu großdeutsch denkenden Militärs, auch viele bürgerliche, wie Ludendorff zum Beispiel. Und wir finden dort Kurt von Schleicher, der die Politik der bewaffneten Macht, der Reichswehr in der Weimarer Republik stark prägen sollte. Während des Krieges machte man sich schon Gedanken, wie man denn aus den Fehlern des Ersten Weltkriegs lernen könnte, wie man sich besser vorbereiten könnte auf einen kommenden Krieg. Und das Konzept lässt sich eigentlich so zusammenfassen: Ein totaler Staat kämpft nach der totalen Mobilmachung den totalen Krieg. Also ein düsterer Militärstaat. Und als erste Maßnahme hatte man sich vorgenommen, nach dem Krieg eine allgemeine Volkshygiene, Weckung und Erhaltung des militärisch-vaterlichen Geistes und Förderung der körperlichen Jugendausbildung.
Die Sache ging nicht so aus wie geplant. Nach den letzten Offensiven im Sommer 1918 musste auch die oberste Heeresleitung einsehen, dass der Krieg nicht nur nicht gewonnen werden kann, sondern dass Deutschland vor dem Zusammenbruch stand. Es gelang aber der Militärführung um Hindenburg den nötigen Schritt, nämlich Waffenstillstand, der zivilen Regierung unterzuschieben. Und das bot dann die Möglichkeit, die Dolchstoßlegende einzuführen. Also das kämpfende Heer im Felde unbesiegt sei durch die Heimat, zunächst die Zivilisten, dann demokratische Politiker und später die Juden erdolcht worden. Die Folge des Zusammenbruchs, der Revolution, der Abdankung des Kaiserreiches, des Systemwechsels war für viele Vertreter, gerade bei der extremen Rechte, aber auch bei gesellschaftlichen Eliten, hier in Münster halt auch bei den Universitätsprofessoren, bei den Militärs ein Schock und führte zu einer Radikalisierung, auch zu einer Radikalisierung des Antisemitismus. Das, was vorher nur wenige gesagt hatte, nämlich ein eliminatorischer Antisemitismus, fasste immer mehr Raum. Ein erschreckendes Beispiel ist der entmachtete Kaiser Wilhelm II., der Zeit seines Lebens Antisemit war, allerdings zu seiner Regierungszeit Vorschläge abgelehnt hat, die Rechte der Juden, deutschen Juden wieder rückgängig zu machen. Dieser Wilhelm II. Schrieb von seinem Exil einem amerikanischen Bekannten: Die Presse, Juden, Mücken sind eine Pest, von der sich die Menschheit so oder so befreien muss. Ich glaube, das Beste wäre Gas. So viel zur aktuellen Namensdiskussion der hiesigen Universität. Und auch bei den Studierenden können wir eine Radikalisierung nach dem Kriegsende feststellen. So zum Beispiel bei der Deutschen Burschenschaft, der DB, die jetzt einen Arier-Nachweis fordert. Und auch bei einigen Kartellverbänden, also der katholischen Verbindung, können wir feststellen, dass arische Abstammung, nicht katholische Abstammung, arische Abstammung bis zu den Großeltern nachgewiesen werden muss. Von dem Münsteraner Studierenden waren vom Semester 14-15 46% im Felde gewesen und auch von den 112 Mitgliedern des Lehrkörpers der Universität waren 40 aktiv im Kriegsdienst gewesen. Die kehrten jetzt alle wieder zurück nach Münster, auch der schon eben erwähnte Professor Nahntrup, Major, und der hatte im Schlepptau seinen Adjutanten Leutnant Josef Böger, der jetzt bei ihm begann Jura zu studieren. Und Nahntrup und Böger werden in den nächsten Jahren ein fast unzertrennliches Paar in der radikalen Rechte in Münster werden. Das Militär in Münster hatte zunächst zwei Aufgaben. Zum einen die Truppen zu demobilisieren. Münster als Hauptquartier eines Armeekorps war Sammelpunkt. Also nach hier marschierten die einzelnen Truppen, wurden entwaffnet und ins Zivilleben entlassen. Auf der anderen Seite sollte aber auch Recht und Ordnung, zumindest das, was die Militärführung darunter verstand, aufrechterhalten werden. Zuständig für diese Aufgabe war im Münster und den dazugehörigen Gebieten Oskar Freier von Watter als kommandierender General, der des Öfteren deutlich gemacht hat, schon vorher, wie er gedenkt, mit zivilen Ungehorsam umzugehen. Man behalf sich für die Sicherung von Recht und Ordnung zunächst damit, Freikorps zu bilden. Ab Dezember 18 werden Freikorps gebildet. Der Terminus ist etwas unglücklich, weil heute wird eigentlich jede paramilitärische Einheit unter Freikorps zusammengefasst, jede Bürgerwehr. Und das Bild ist eigentlich so, das Bild der Freikorps, wie wir sie dann aus der späteren Zeit haben, von Rechtsradikalen mit Hakenkreuz an den Helmen herummarschierenden Verbänden. Das war eine Minderheit 1918, eine absolute Minderheit. Und vor allen Dingen, die Freikorps waren zunächst eine Sache der Armee. Also das waren die Armee, die die aufgestellt hat. Wir haben hier eine Anzeige, da werden Freiwillige gesucht. Und diese Anzeige ist im Vorwärts erschienen. Das heißt, also es war bis weit ins demokratische Lager absolut d'accord, dass man jetzt Freikorps aufstellt, auch gegen eine echte oder vermeintlich drohende Gefahr einer Revolution von extrem links. Wir hatten ja
in Berlin den Spartakusaufstand. Und im Rahmen der Reichswehrbrigade 7 finden wir dann eine ganz illustre Anzahl von Freikorps, die Freiwilligenabteilung des 2. Gardereservedivision im Raum Hagen-Witten, die Freiwilligen Landesjägerkorps, das Freiwilligen Landesjägerkorps im Raum Paderborn, kommandiert von Generalmajor Georg Merker, der bei der Niederschlagung des Nama-Aufstands im heutigen Namibia eine Verhängnisrolle gespielt hat. Das Freikorps Heuk bei Lippstadt, das Freikorps von Aulaug im Raum Ahlenbeckum-Oelde, Freikorps von Bockwaffe für Münster zuständig, Freikorps Gabke lag im Sennelager, Freikorps Haketau in Recklinghausen. Freikorps Haketau ist übrigens nicht nach dem Kommandierenden benannt, sondern nach ihrem Schlachtruf Haketau et geit vor Vaterland. Und aus diesem Freikorps kommt dann später Walter Stenes, einer der bedeutendsten SA-Führer der 20er Jahre, frühen 30er Jahre, sehr mächtig, war SA-Chef von Berlin, so mächtig, dass er sich sogar mit Hitler anlegt, den Kürzeren zieht und ins Exil muss. Bekanntestes Freikorps oder einer der bekanntesten Freikorps im Generalkommando 7 war das Freikorps Lichtschlag, aufgrund seines Vorgehens auch Freikorps Totschlag genannt. Eigentlich in Hagen stationiert, hier sehen Sie aber Mitglieder des Freikorps in Münster auf dem Prinzipalmarkt vor dem Rathaus. Und zwar, als im Februar 1919 der Soldatenrat abgesetzt wird. Man befürchtete Unruhen, das Ganze ging eigentlich recht unproblematisch über die Bühne, ohne großen Widerstand. Hier haben wir auch wieder Mitglieder des Freikorps Lichtschlag, und zwar ist dieses Bild auf der Ludgeri-Straße aufgenommen worden. Ein sehr großes und aktives Freikorps war das Westfälische Freiwilligenbataillon. Da haben wir hier mal ein Bild eines Angehörigen. Spannend ist hier dran, Sie sehen, der trägt am Ärmel ein Abzeichen. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Also normalerweise sollten Freikorps ohne Abzeichen, ohne Orden auftreten. Entsprach aber bei vielen gedienten Soldaten und Offizieren nicht deren Selbstverständnis. Man schuf sich selber Abzeichen. Beim Westfälischen Freiwilligenbataillon war es das Pferd für Westfalen. Das sehen wir jetzt hier auch nochmal besser an der Kordel. Das war also das Erkennungszeichen dieses Freikorps. Was auch bekannt geworden ist unter dem Freikorps, unter dem Namen Westfälisches Freikorps Pfeffer, benannt nach ihrem kommandierenden Offizier Franz Pfeffer von Salomon. Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Der Mann war nicht jüdisch, hat dann auch 33 bis 45 diesen Teil seines Namens abgelegt. Pfeffer von Salomon, kein gebürtiger Münsteraner, aber enge Bindung an Münster. Er ist hier zur Schule gegangen, er hat hier studiert, er wurde hier Soldat, kehrte nach hier zurück, stellte dann aus Angehörenden des Infanterieregiments 13, Sie kennen vielleicht das 13er Denkmal auf der Promenade, dieses Freikorps auf, was sehr umtriebig war. Also anders als viele andere Freikorps, die meistens hier im Münsterland verblieben, war es im Baltikum, im Ruhrgebiet, im Grenzschutz Ost, also auf Oberschlesien, Grenze zu Polen, aber auch im Grenzschutz nach Holland. Auch im akademischen Milieus bildete sich ein Freikorps, und zwar die Akademische Volkswehr, aufgestellt von Johann Plengen, Ordinarius für wirtschaftliche Staatswissenschaften, einer der Väter der modernen Soziologie in Deutschland. Plenge hat den Begriff des nationalen Sozialismus mitgeprägt, und zwar unter dem Eindruck des sogenannten August-Erlebnis 1914, als scheinbar die Deutschen freudig zu den Waffen griffen. Im Arbeitermilieu und auf der Landwirtschaft hat man das anders gesehen. Und aus diesen Ideen von August 1914, wie man sie damals genannt hat, konstruierte der Begriff des nationalen Sozialismus, alle Deutschen sind gleich, Standes- und Klassenunterschiede werden nivelliert, es entsteht eine Volksgemeinschaft. Dieser Sozialismusbegriff ist also nicht marxistisch.
Es ist aber der Sozialismusbegriff, den die Nationalsozialisten dann später einführen. Also wenn jemand sagt, die Nazis seien links gewesen, weil es wären ja Nationalsozialisten, vergessen Sie es. Plenge selber gehörte nicht zu extremen Rechten, trotz dieser Theorie. Er war Mitglied der SPD und musste 1933 dann auch seinen Platz an der Universität räumen. Die Bemühungen von Plenge waren zunächst überschaubar. In der ersten Welle schaffte er es gerade mal, 50 Mitglieder für sein Freikorps zu gewinnen. Ne, auf diesem Bild sehen wir auch, ne, einer ist einigermaßen mit Uniform und Handgranaten ausgestattet, der Rest, naja. Jetzt sprang ihm aber die Universität, sein Arbeitgeber, bei Rektorat und Asta Warben. Und innerhalb kürzester Zeit umfasste dann die akademische Volkswehr 900 Studenten, was immerhin 20% aller männlichen Studierenden umfasste. Sie stellte auch der akademischen Volkswehr ein Zimmer zur Verfügung, kurioserweise das Studentinnenzimmer der Universität. Und mit Josef Kannengießer, dem Vorsitzenden des AStA, brachte sich dann auch ein Studentenfunktionär führend ein. Kannengießer gehört zu den wenigen Studierenden, die wir jetzt hier in diesem Milieu finden, der sich nicht der extremen Rechten zugewandt hat. Er hat eine Karriere im Zentrum gemacht und war nach dem Krieg erster Generalsekretär der CDU Westfalen. Die akademische Volkswehr war auch an der Absetzung des General-Soldatenrates beteiligt, wo wir gerade Bilder von gesehen haben vom Freikorps Lichtschlag. Und sie war auch eingesetzt, die ersten freien Wahlen zur Nationalversammlung militärisch abzusichern. Im Herbst 1919 ging dann dieser Verband in der Stadtwehr Münster auf. Das Generalkommando des 7. Armeekorps vertiefte nach und nach die Zusammenarbeit mit der Universität. Man organisierte Rednerkurse für den Kampf gegen den Bolschewismus, wie es in den Ankündigungen hieß, die in der Egidi-Kaserne abgehalten worden sind. Hier haben wir mal ein Bild davon. Also da, wo heute der Egidi-Markt ist, da war eine Kaserne und die war dort auch noch im Zweiten Weltkrieg. Ja, also einer der Gründe, weshalb Münster so stark zerstört worden ist, auch die Altstadt, da waren Kasernen, da waren einige Kasernen. Zu diesem Rednerkurs wurden einzelne Zentrumspolitiker lieber nicht eingeladen, wegen ihrer allzu linksdemokratischen Einstellung, wie es in internen Papieren hieß. Manche sehr gerne, wie zum Beispiel den Universitätsprofessor, den Historiker Professor Karl Vogt, von dem wir auch noch hören werden. Außerdem wandte sich das Generalkommando im Mai 1919 an die Universität mit der Bitte, Werbelisten für den Militärdienst den Hörer vor Beginn der Vorlesung und Übung mit Nachdruck zu empfehlen. Das heißt, die Universität wurde zu einer Werbestelle fürs Militär und das heißt für Freikorps. Der erste große Einsatz von Freikorps, der erfolgte im März, April 1920 im Zuge des Kapp-Putsches. Also reaktionäre Verbände um Kapp haben versucht, die Reichsregierung abzusetzen. Die ist aber nach Stuttgart ausgewichen. Gewerkschaften organisieren einen Generalstreik. Der Putsch bricht zusammen. Der Generalstreik wird allerdings weitergeführt und zwar im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat davor auch schon viele Unruhen gesehen, gegen die Polizei und auch Freikorps mit massiver Gewalt vorgegangen sind. Und die verschiedenen Akteure sahen nun ihre Chance, aus der Abwehr des Kapp-Putsches nun eine revolutionäre Bewegung entstehen zu lassen. Es bildete sich die sogenannte Rote Ruhrarmee, die 50.000 Kämpfer ungefähr umfasste. Darunter viele erfahrene Frontsoldaten, die also auch mit schweren Infanteriewaffen umgehen konnten. Was ihnen fehlte, war allerdings ein Offizierskorps und ein einheitliches Kommando. Es waren viele unterschiedliche Gruppen, Anarchisten, Kommunisten, teilweise auch unabhängige Sozialdemokraten, sodass es die Rote Ruhrarmee eigentlich nie geschafft hat, eine einheitliche Kommandostruktur aufzubauen. Aber sie schaffte es, innerhalb kürzester Zeit fast das gesamte Ruhrgebiet unter die Kontrolle zu kriegen. Und
Man beorderte das Freikorps Lichtschlag ins Ruhrgebiet, was dort allerdings niedergemacht worden ist. Also das Ruhrgebiet war Ende März 1920 unter der Kontrolle der Roten Ruhrarmee. Die jetzt beratschlagten darüber, was als nächstes zu tun ist. Es gab auch den Vorschlag, einen Vorstoß nach Münster zu machen. Man entschied sich aber zu einem Vorstoß auf die Garnison in Wesel, der allerdings im Ansatz stecken geblieben ist. Die Reichsregierung reagierte daraufhin mit der Mobilisierung der sogenannten Reichswehrbrigade 21. Und das war eigentlich ein Sammelsurium an Freikorps. Die Freikorps selber waren zumindest abwartend, manche auch aktiv am Kapp-Putsch beteiligt und wurden nun dazu eingesetzt, gegen Menschen und Arbeiter im Ruhrgebiet, die gegen diesen Kapp-Putsch gekämpft haben, diesen mit militärischen Mitteln niederzuschlagen. Diese Brigade bestand eigentlich aus der Brigade Epp, also aus dem Freikorps des Anführers Oberst Franz Ritter von Epp. Und dieses Freikorps ist eigentlich die Keimzelle des Nationalsozialismus. Also alles, was Rang und Namen hatte nach 1933 oder fast alle, waren in diesem Freikorps. 1920 tauchen dann in Westfalen, in Münster, Rudolf Hess zum Beispiel auf, Hans Frank, die Gebrüder Otto und Gregor Strasser. Ernst Röhm ist Generalquartiermeister dieser Brigade. Und vor allen Dingen in den Gebieten des Kreises Beckums und Ennigerloh ist er damit beschäftigt, Pferde aufzutreiben. Und mit den Anhängern von Epp kommt auch das Hakenkreuz. Dies ist ein Stahlhelm, der während des Kapp-Putsches in Berlin getragen worden ist von der Brigade Erhard, also kein Exponat aus Münster in der Zeit. Es gibt allerdings glaubhafte Quellen, die darauf hindeuten, dass als die Soldaten in Bielefeld ankommen, sie ebenfalls unter Hakenkreuz ankamen am Zielbahnhof. Wir finden die Marinebrigade Löwenfeld, das Freikorps Aulok, was zuvor noch aktiv am Kapp-Putsch teilgenommen hat in Schlesien und dort auch Gefangene gefoltert und ermordet hatte. Wir finden auch die Sturmabteilung Rossbach, wo Rudolf Höss, der spätere Kommandeur von Auschwitz, als Kämpfer mitwirkt. Die Uni wird geschlossen, um gegen den roten Terror verteidigt zu werden. Und diese Aufgabe, die Universität scheinbar gegen den roten Terror zu verteidigen, fällt der akademischen Wehr zu, die bereits 1919 gegründet worden ist von Hubert Nantrop. Etwa 700 Mann umfasst und die am 17. März mobilisiert wird. Nantrop versichert, dass seine Truppe keine Ziele einseitiger politischer Art hätte und der Boden des Kampfes für die Ruhe der friedlichen Bürgerschaft sei. Wörter wie Republik und Verfassung finden wir in seinen Schreiben nicht. Dass die akademische Wehr wird in drei Bataillonen aufgeteilt. Das erste Bataillon umfasst die sogenannten Militärstudenten. Das sind Mitglieder von waffentragenden Verbindungen. Die werden angeführt von Egon Treck, der im Zweiten Weltkrieg Oberst und dann Befehlshaber einer Division auf dem Balkan ist, bei Kämpfung von Partisanen eingesetzt wird. Nach dem Krieg lässt er sich als Steuerberater nieder. Das zweite Bataillon umfasst katholische Verbindungen, also katholisch-protestantisch, da gab es noch durchaus Trennung. Hier haben wir zum Beispiel die Saxonen, ja, katholische Verbindung als Mitglieder des zweiten Bataillons. Und darunter haben wir auch Heinrich Glasmeier, der, als es darum geht, die katholische Verbindung gleichzuschalten, eine führende Position nimmt, also ein Saxone schaltet die Saxonen gleich. Durch seine Bekanntschaft zu Goebbels wird er später Reichsintendant des gesamtdeutschen Rundfunks. Und für alle übrigen, vor allen Dingen für die Protestanten, die immerhin ein Drittel aller Studierenden umfassen in Münster, also ein ganz anderes Verhältnis als in der Stadt, wird das dritte Bataillon aufgestellt und dies wird von
Martin Niemöller, dem späteren Pastor Niemöller, angeführt. Er war im Ersten Weltkrieg Kommandant eines U-Bootes, Kriegsheld, hat aber 1919 aus politischen Gründen die Marine verlassen. Also er war mit der Weimarer Republik und der Demokratisierung nicht einverstanden, folgte seinem Bruder Wilhelm nach Münster, wie auch seinem Bruder in die Studentengruppe der Deutschnationalen Volkspartei folgte, die damals die stärkste politische Kraft im rechten Spektrum der Universität war. Und ab Sommer 1920 ist Niemöller auch Vorsitzender dieser Studentengruppe. Die akademische Wehr wird in der Kaserne am Dahlweg einquartiert. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das diese Kasernen sind, aber es könnte sein, zumindest dürfte es da so ausgesehen sein. Also auch am Dahlweg waren Kasernen, größte Kasernenanlage, Tränkaserne, das ist heute Südpark. Zunächst hatte diese Wehr die Aufgabe, Bahnhöfe zu bewachen, vor allen Dingen die in Hiltrup und Mecklenbeck, und die Kanalbrücken zu sichern, vor allen Dingen die an der Wolbecker Straße und am Albersloher Weg. Dieses Gruppenbild ist am Albersloher Weg aufgenommen worden. Sie sehen, der sah damals noch ein bisschen anders aus als heute. Sicherung von Bahnhöfen und Kanalbrücken auch deshalb, weil die Rote Ruhrarmee zwar mit ihren Truppen bis etwa nur in Anführungszeichen Sieten und Haltern gekommen ist, aber Späher der Roten Ruhrarmee durchaus auch im Raum Hiltrup gesichtet worden sind. Die militärische Situation stellte sich dann wie folgt dar. Wir sehen also, ne, welchen Bereich die Rote Ruhrarmee unter ihre Kontrolle bringen konnte, und wir sehen, dass nach und nach sich die regierungstreuen Truppen, wobei eine Woche vorher beim Kapp-Putsch waren die meisten nicht regierungstreu, sich um dieses Gebiet aufstellen. Die akademische Wehr gehört zur Divisionsreserve der Gruppe C der Division Münster und wird erstmal zurückgehalten. Über den Charakter der Kämpfe, die sich dann entwickelten, als es den Regierungstruppen doch sehr schnell gelang, die Rote Ruhrarmee niederzukämpfen, gibt es einige Quellen, zum Beispiel der Befehlshaber Watter selber, der meinte, dass die Masse von Gefangenen eine große Belastung für die fechtende Truppe darstellen würde. Vor allen Dingen gibt es einen recht eindringlichen Brief eines Sanitäters, der seinen Freunden und Mitstudierenden in Münster geschrieben hat. Ich darf mal zitieren. Pardon gibt es überhaupt nicht, selbst die Verwundeten erschießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig, fast unglaublich. Mit Freude schossen wir auf diese Schandbilder, damit meint die Erkrankungsschwester der Roten Ruhrarmee, und wie sie geweint und gebeten haben, wir sollten ihnen das Leben lassen, nix. Man schätzt, dass dem weißen Terror der Regierungstruppen etwa 1000 Menschen zum Opfer gefallen sind, die Quellenlage ist aber hier recht dünn. Die Reichsregierung bzw. Reichspräsident Friedrich Ebert versucht, den Treiben Einhalt zu gebieten. Am 3. April werden Standgerichte verboten und am 12. April gibt dann Watter, also nach 9 Tagen, gibt er dann nach und gibt dann seinen Truppen in einem Befehlszusatz zu verstehen, der Soldat muss sich unbedingt an Recht und Gesetzmäßigkeit halten. Ich weiß, dass ich hiermit von den Einzelnen oft schier Unmenschliches verlange. Ob die akademische Wehr an Verbrechen beteiligt war, ist nicht festzustellen. Wahrscheinlich nicht, weil sie nicht in führender Position kämpfte. Sie war beteiligt bei der Einnahme der Zeche Hermann in Selm. Das waren dann durchaus nennenswerte Kämpfe, die unter Niemöller geführt worden sind. Sie marschierte über Hassel, Werne, Waltrup, Mengede, Castrop-Rauxel nach Dortmund, war vor allen Dingen aber mit Hausdurchsuchungen beschäftigt. Das heißt, dieses Bild, meine Damen und Herren, ist gestellt, damit man vielleicht später zeigen konnte, was für tolle Kämpfer man war.
Also am vorderster Front marschierte diese Einheit nicht. Hausdurchsuchung auch, um Material für den Leiter des Büros Kölplin zu verschaffen. Benannt war dieses Büro nach Heinz Kölplin, ein Kriminalbeamter, der im Ersten Weltkrieg in der Spionageabwehr tätig war und danach eine recht zwielichtige Rolle im Münster gespielt hat, im Graubereich zwischen Reichswehr und militanten paramilitärischen Verbänden. Er selber hat, als er sein Material an das Staatsarchiv abgegeben hat, ausgeführt: Bei Eintritt der Revolution wurde ich zum Wehrkreiskommando 6 berufen, um eine Organisation im Korpsbereich ins Leben zu rufen, die es ermögliche, auf illegalem Wege Nachrichten aus den Parteien des Ruhrgebiets, die sich hauptsächlich auf den linksradikalen Parteien erstreckte, zu erhalten. Er hatte ein Büro auf der Kanalstraße, das war aber mehr oder weniger Tarnung, denn er war direkt der 3. Generalstabsabteilung unterstellt, das ist die Abwehr. 22 nahm er zwar Abschied, angeblich aus gesundheitlichen Gründen, wir werden ihn aber an der einen oder anderen Stelle noch wieder treffen. Watter jedenfalls war zufrieden mit dem Einsatz seiner Truppen, erstklassige Elitentruppen, durchglüht vom vaterländischen Geist, der auch der Titel dieses Vortrages. Im Sommer 1920 entspannte sich die Lage. Die meisten Teilnehmer der akademischen Wehr oder viele, zumindest aus dem höheren Bereich, finden wir nun im Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund wieder, der größten und aktivsten antisemitischen Bünde, die es in den frühen 20er Jahren gab. Es ist eine alldeutsche Gründung, 1919 gegründet als Deutscher Schutz- und Trutzbund. Da wurden verschiedene kleinere völkische Gruppen zusammengenommen. Zu ihren Hochzeiten hatte dieser Bund 180.000 Mitglieder und davon 600 in Münster. In diesem Deutschen Schutz- und Trutzbund finden wir zum ersten Mal Erich Hartmann, kein Studierender, sondern kaufmännischer Angestellter, aber Frontsoldat, Mitglied eines Freikorps, der später in Westfalen Nord als NSDAP-Funktionär eine bedeutende Rolle spielen sollte. Wir finden Martin Niemöller natürlich, wir finden Hubert Nahentrup, wir finden Heinz Kölblin. Geleitet wird die Gruppe in Münster von Rudolf Arnoldi. Der war interessanterweise leitender Ingenieur auf Martin Niemöllers U-Boot gewesen. Also wir sehen, ne, immer wieder auch personelle Verbindungen, die schon vor der Zeit in Münster entstanden sind. Nahentrup, Böger, Niemöller und Arnoldi. Und die teilweise stärker sind als ideologische Gründe. Also bestimmte Pärchen, bestimmte Gruppen tauchen immer wieder in verschiedenen Organisationen hier in Münster auf. Arnoldi zum Beispiel im Ehrenrat des Nationalverbandes Deutsche Offiziere, kleiner Verband ehemaliger Offiziere, der große war der Deutsche Offiziersbund, der sich auch als Interessenvertretung ehemaliger Offiziere verstanden hat. Der Nationalverband war kleiner, deutlich radikaler und vor allen Dingen antisemitisch. Und dort finden wir dann Nahentrup und Franz Pfeffer von Salomon. Auch bei der Gründung, der Erstgründung der NSDAP von Münster finden wir Erich Hartmann, Hubert Nahentrup. Wo Nahentrup ist, ist Josef Böger nicht weit. Auch der war damit dabei. Und das ist eine weitere Besonderheit, also nicht nur die persönliche Bindung, sondern dass man in mehreren Gruppen Mitglied war. Also es gab verschiedene Gruppen, ne, und die waren nicht abgegrenzt, sondern teilweise haben wir die gleichen Akteure in den gleichen Gruppen. Auch in der Organisation Escherich, Orgisch abgekürzt, benannt nach Georg Escherich, ein Auffangbecken für radikale Bürgerwehren, welches sich in Münster 1920 etabliert. Und der Münsteraner Ableger der Orgisch, das waren eigentlich fast ausschließlich Mitglieder der akademischen Wehr gewesen. Wir finden als Schatzmeister Freier von Watter, der musste seinen Abschied nehmen.
weil er der Reichswehrführung doch zu eigenmächtig gehandelt hat bei der Niederschlagung der Roten Ruhrarmee. Wir finden da Josef Böger als Organisationsoffizier, der den Kontakt zu Georg Escherich hält. Wir finden wieder Heinz Köplin vom Büro Köplin und Martin Niemöller. Die Organisation Escherich wird 1921 verboten. Nachfolger in Münster wird der Westfalenbund. Der Waffenlager anlegt und auch militärische Ausbildung betreibt. Der Westfalenbund hat auch eine Studienstiftung und mit was wir es zu tun haben, können wir sehen, wenn wir uns mal anschauen, welche Förderungskriterien es dort gibt. Also nicht gefördert werden durften Juden und Finken. Finken, das sind Studenten, die in keiner Verbindung waren. Und zu den Förderern gehörte unter anderem der Chemiker Dr. Rudolf Schenk. Da muss man jetzt eine überspringen. Jetzt habe ich ein paar Sachen übersprungen. So, das haben wir nochmal, Erich Hartmann. So, da wollte ich hin. Ne, Dr. Rudolf Schenk, der für einen kleinen Skandal sorgte, als er als Rektor der Universität 1929 Hermann Göring zu einer Langemarkfeier eingeladen hat. 1929 war die NSDAP eigentlich noch kein politischer Faktor. Der Westfalenbund war vielen Mitgliedern scheinbar nicht radikal genug. Es gab eine Absplitterung, der Westfalen-Treubund, 1921 auf Initiative von Nahentrupp gegründet, der zunächst militärischer Abschnittsleiter war, später dann Bundesleiter. Wo Nahentrupp ist, ist Josef Böger als Bezirksführer Süd. Schatzmeister ist der schon erwähnte Historiker Professor Vogt, der gerne seine Reden vor Soldaten gehalten hat. Die Universität unterstützt den Westfaler Treubund, indem sie ein Geschäftszimmer in der Universität einrichtet. Die Mitglieder sind überwiegend Studenten und ehemalige Soldaten. Und in der Universität finden wir ein weiteres Geschäftszimmer für einen akademischen Wanderclub. Wenn wir uns allerdings mal die Mitglieder dieses Wanderclubs anschauen, nämlich Nahentrupp, Vogt und Böger, werden wir feststellen, wir haben es hier weniger mit Wandervögeln zu tun, sondern mit einer weiteren getarnten Rekrutierungsstelle, die im Kriegsfall der Reichswehr Freiwillige zuwehrführen sollte. Dieser Fall schien sich 1923 abzuzeichnen, als es zum sogenannten Ruhrkampf kam. Also das Ruhrgebiet war von alliierten Truppen, französischen und belgischen vor allen Dingen, besetzt worden. Die deutsche Regierung setzte auf passiven Widerstand, der durchaus auch aktiv war. Und dieser aktive Widerstand wurde von der Zentrale Nord mit Sitz in Wesel organisiert. Es ging zum einen darum, militärische Informationen über die Besatzungstruppen, aber auch über mögliche deutsche Kollaborateure zu sammeln und auch Sabotageakte auszuführen. In der Zentrale Nord wieder Heinz Köplin, der dort auch die informellen Verbindungen zum Regierungspräsidenten, zum Oberpräsidenten und zu den Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister hält. Das heißt, wir haben also hier eine Ausdehnung des Netzwerkes, also nicht nur Reichswehr, Universität, jetzt kommt auch noch die Verwaltung in diesem Falle dazu. Und für die Sabotageakte selbst ist Franz Werfer von Salomon zuständig, der dafür von einem französischen Militärgericht auch in Abwesenheit zum Tode verurteilt wird. Der Westfalen-Treubund sichert die verschiedenen Unternehmungen der Zentralen Nord militärisch ab und erhält dafür auch Waffen der 6. Division. Nahentrupp rekrutiert nach und nach auch weitere Studierenden mit Flugblättern, wo da zum Beispiel draufsteht, Burschen heraus zum vaterländischen Hilfswerk. Aktionen sind zum Beispiel die Räumung von Militärdepots, aus denen man X-Geräte, ich tippe mal, das sind illegale Waffen, entfernt, um sie einen möglichen Zugriff der Alliierten zu entziehen. Und auch das Archiv der Universität wird geräumt. Anscheinend scheint sich dort viel belastbares Material zu befinden. Höhepunkt
rechtsradikalen Treibens in den frühen 20er Jahren war am 24. Juni 1923 der Anschlag auf das Redaktionsgebäude des Sozialdemokratischen Volkswillens. Ein Jahr später wurden zwei Flüchtlinge aus dem Ruhrgebiet dafür vor Gericht gestellt. Sie waren nach Münster gekommen, waren Mitglied der Ortsgruppe der NSDAP und bekamen für diesen Anschlag die Mindeststrafe von 5 Jahren Zuchthaus. Gerüchteweise, es gibt keine handfesten Beweise, aber doch starke Indizien, hat diesen Anschlag Franz Pfeffer von Salomon organisiert und das eigentliche Sprengkommando hat dann Heinz Kölpin geführt. Jedenfalls kam Karl Severing in seinen Erinnerungen zu dem Ergebnis, dass im Laufe der ersten Jahre nach dem Weltkrieg Münster zu einem Sammelpunkt reaktionärer Organisationen geworden ist und Rainer Pöppinghege stellt in seiner Dissertation zur Studierendenschaft in der Weimarer Republik in Münster fest, dass außer vielleicht in Marburg und München nirgends die Studierendenschaft so militarisiert war wie hier in Münster. 24 zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab, die Lage beruhigt sich, sowohl politisch, militärisch als auch wirtschaftlich, nachdem die Reichsregierung den Ruhrkampf abbricht und die Hyperinflation in den Griff kriegt und auch die Reichswehr ändert ihre Politik. Das Truppenamt der Reichswehr, getarnter Generalstab, hatte im Dezember 1923 folgende Ziele ausgegeben. A. Stärkung und Festigung der Staatsautorität, da war man dann auf einem guten Weg. B. Sanierung der Wirtschaft, war man auch auf einem guten Weg. Und aufgrund dieser beiden C. Wehrhaftmachung des Volkes, wozu man eine gesunde Volkskraft und Geld braucht. Diese innenpolitischen Ziele wiederum sind, so das Truppenamt, Vorbedingung und Grundlage für die Möglichkeit, eine Außenpolitik zu treiben, die zu dem von uns allen erstrebten Endziele zum freien Großdeutschland führt. Sehr ambitioniert müssen wir wissen, die Reichswehr hat sich nie mit dem Versailler Vertrag abgefunden. Es war von vornherein geplant, dass sobald es die Zeit ermöglichte, die Reichswehr wieder personell aufgerüstet werden würde. Die Vorbereitungen wurden zu Zeiten der Weimarer Republik getroffen und die Reichswehr selber bestand sich als Nukleus einer kommenden Armee. Und das heißt, es wurde so ausgebildet, dass jeder Soldat, jeder Unteroffizier, jeder Offizier aus dem Sprung heraus eine nächsthöhere Position übernehmen konnte und die frei werdenden Positionen sollten mit Reserven gefüllt werden, das heißt militärisch gedienten, militärisch ausgebildeten Männern. Das Problem war nur, umso länger die Beschränkungen des Versailler Vertrages galten, desto kleiner wurden die personellen Ressourcen, weil die erfahrenen Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs wurden älter und älter und auch die Mitglieder der Freikorps wurden nicht jünger. Ne? Der Chef der Heeresleitung, General Wilhelm Heil, warnte jedenfalls, dass, wenn nichts geschehe, die Zahl der Gedienten 1930 bis 1933 völlig erschöpft wäre. Man hat sich von den Freikorps abgewendet, weil man sie für unzuverlässig hielt, weil sie nicht in dem Maße junge Menschen mobilisierten und wollte verstärkt mit zivilen Stellen zusammenarbeiten, auch um keine Skandale zu produzieren, wie sie immer wieder vorkamen und die das Misstrauen der Alliierten weckten. Paramilitärische Verbände sollten deshalb ausgeschaltet werden und das Menschenmaterial, wie es in Reichswehrkreisen hieß, sollte selbst eng an das Militär gebunden werden. Für die Freikorps-Szene ein harter Schlag. Die Völkischen in Münster sammelten sich dann unter der Flagge von Franz Pfeffer von Salomon im Völkisch-Sozialen Block, eine Einheitsliste aller Völkischen mit etwa 700 Mitgliedern, die immerhin bei der Reichstagswahl in Münster 5% der Stimmen erhielten. Und wenn man noch den Anteil der Deutschen Nationalen Volkspartei mit 15% dazu nimmt, haben 20% jeder Fünfte 1924 rechtsradikal, rechtsextrem gewählt. 1925 erfolgt die Wiedergründung der NSDAP, vorangetrieben und geleitet von Franz Pfeffer von Salomon, der Gauleiter wird und SA-Führer. Wir finden
Erich Hartmann an führender Stelle, wir finden Josef Böger in führender Stelle, der allerdings einem schweren Konflikt mit Franz Pfeffer gerät und er zieht den Kürzeren und verschwindet danach im politischen Niemandsland. Franz Pfeffer wird jetzt der starke Mann im rechtsradikalen Milieu und entwickelt durchaus ein gewisses Talent bei der Organisation von Großveranstaltungen wie den Deutschen Tag, für den er sich Erich Ludendorff eingeladen hatte 1924. Etwa 2000 Teilnehmer waren an dieser Veranstaltung beteiligt und er organisierte auch verschiedene SA-Aufmärsche mit mehreren tausend Braunhemden, die er jetzt geschickt immer von einem Ort zum anderen fahren ließ, aber die Wirkung war entsprechend. Und selbst wenn man sich die SA Münster mal anschaut, die hatte Mitte der 20er Jahre schon 200 Mitglieder, zum Vergleich der Stahlhelm, die eigentlich reichsweit die größere paramilitärische Einheit war, die hatte in Münster nur 150. Das heißt also, die Radikale, die junge Rechte hatte schon die traditionelle Rechte überholt. Der Stahlhelm wurde übrigens von Heinz Kolplin in dieser Zeit geführt. Hier deuten sich neue Konfliktlinien innerhalb der Völkischen an. Ne? Also eher die ältere Generation um Nahentrupp aus der Freikorpsszene, die bleibt im Bereich der DNVP, während sich Jüngere wie Böger sich jetzt verstärkt Franz Pfeffer und der NSDAP zuwenden. Nahentrupp bleibt in der Deutschnationalen Volkspartei, also das erste Mal, dass sich er und Böger sich trennen und tritt erst verhältnismäßig spät, erst am 1. Dezember 1932 der NSDAP bei. Geleitet wird die Ortsgruppe der Deutschnationalen Volkspartei in Münster von Otto Hoffmann, der aus seiner Zeit die Vaterlandspartei im Ersten Weltkrieg geführt hatte. Und Hoffmann ist auch Vorsitzender des Landesverbandes der DNVP Westfalen-Nord. Also wir haben die Tendenz, wie bei Nahentrupp und Böger, die Professoren bleiben bei der DNVP, die Studierenden gehen zu NSDAP in diesen Kreisen. Zurück zur Reichswehr, die jetzt abgeht von Zusammenarbeit mit Freikorps, akademischen Wanderclubs und wie sie alle heißen und jetzt auf neue Art und Weise versuchen, Nachwuchs zu werben und vor allen Dingen zu trainieren, und zwar durch Sport. Der spätere Oberbefehlshaber des Ersatzheeres, Erich Fromm, der führt 1925 aus. Glücklicherweise lassen unter dem Begriff des Sportes sich zahlreiche militärische Erfordernisse tarnen. Und der Innenminister Wilhelm Groener, der letzte Chef der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg, der forderte, dass Wehrsport obligatorisch an Schulen und Universitäten werden müsste. Und jetzt kommt wieder die Uni ins Spiel. Der zweite Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung der Universität, Otto Hoffmann, also Vaterlandspartei, DNVP, der setzt sich vor allen Dingen jetzt dafür ein, dass die Gesellschaft Sportförderung betreibt. Und es ist kein Zufall, dass jetzt in dieser Zeit, Mitte der 20er Jahre, die ganzen Einrichtungen am Horstmacher Landweg entstehen. Das Institut für Leibesübungen zum Beispiel 1925 eines der ersten ihrer Art in Deutschland. Die Sport, überhaupt die ganzen Sportanlagen am Horstmacher Landweg, hier mal beim Hochschulsportfest 1929 und dass zufällig zwei Reichswehrsoldaten vorne durchs Bild gehen, ist passend. Es werden Segelflugplätze angelegt und die akademischen Segelflieger bekommen auch ein Motorflugzeug finanziert. Der Rektor der Universität, Professor Jonas Herrmann, der führt 1932 in seinem Rechenschaftsbericht dann auch ausführlich an, dass also die intensive Arbeit in den einzelnen Sportarten besonders bei Wehr- und Geländesport ein Schwerpunkt sei. Ein weiterer Punkt neben der körperlichen Ertüchtigung war für die Reichswehrführung auch die geistige Tüchtigung, der Wehrgedanke. So schreibt Schleicher, der Wehrgedanke muss den Kitt einer neuen Staatsgesinnung bilden. Er muss zum heilenden Serum werden gegen die foxzersetzenden Giftstoffe eines selbstmörderischen Pazifismus. Opferbereitschaft, Disziplin, Kameradschaft im Dienst des Vaterlands müssen wieder nationale Tugenden werden, nicht nur Ideale der Wehrmacht bleiben.
Und auch beim Wehrgedanken konnte sich die Reichswehr auf die Universität Münster verlassen. So hat zum Beispiel 1931 der als Festredner eingeladene Direktor der Hautklinik Professor Alfred Stümer ausgeführt: Wer den Geist des Wehrwillens bekämpft, der rührt an die Grundlagen der Nation. In diesem Jahr 1931 beginnt dann auch die Reichswehr professionell mit der Schulung von Nachwuchs. Es werden in 14 Doppelstunden geeignete Studenten einer infanteristische und besonders geeignete Studenten einer Ausbildung zum Kampfgruppen- und Geschützführer in Lehrgängen rekrutiert. 1932 erfolgt dann reichsweit die Gründung des Reichskuratoriums zur Jugendertüchtigung. Ne, offizielles Ziel: Stählung des Körpers, der Erziehung der Jugend zur Zucht, Ordnungsliebe und Kameradschaft und Opferbereitschaft für die Gesamtheit. Offiziell aufgrund der hohen Jugendarbeitslosigkeit während der Weltwirtschaftskrise, inoffiziell ist es eindeutig ein Unternehmen der Reichswehr, um eben junge Menschen entsprechend zu trainieren. Aber auch dieses Reichskuratorium sollte eigentlich nur eine Durchgangsstation bleiben. Für Januar 1933 hat Schleicher nämlich die versteckte Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht in Form einer Miliz geplant. Die Sache kam anders. Schleicher, letzter Reichskanzler vor Hitler, konnte sich nicht an der Macht halten. Durch die Weltwirtschaftskrise hat das rechtsradikale Milieu, was sich jetzt vor allen Dingen in der NSDAP gesammelt hat, so einen Auftrieb bekommen, dass ihr schließlich von Reichspräsident Hindenburg die Macht übertragen worden ist. Auch in Münster können wir diesen Aufschwung feststellen. Münster von der Arbeitslosigkeit scheinbar nur gering betroffen, 12,8% Arbeitslosigkeit, allerdings große Kreise, gerade Studierende und auch Beamten waren halt quasi betroffen durch eine Verelungsgefahr, ne, dass man eben sich bedroht fühlte von einer Deklassierung. Bei den letzten Reichstagswahlen, frei möchte ich sie nicht nennen, war die NSDAP in Münster immer noch unterdurchschnittlich, erhielt aber schon 36%. Und wenn wir die DNVP noch drauflegen, sind wir schon bei 45%, die rechte, republiksfeindliche Parteien in Münster gewählt haben. Bei der Kommunalwahl am 12. März 1933 überholt dann die NSDAP das Zentrum, während die SPD bei dieser Kommunalwahl gerade noch mal 6% erhält. Wenn man sich die einzelnen Wahllokale hier anschaut, hat die NSDAP bei dieser Wahl in 8 Bezirken schon 50% und mehr erhalten. Hochbogen in Münster sind das Kreuzviertel, das Südviertel, hier besonders das Geistviertel, Mauritz, also eher bürgerliche Gegenden, aber auch Gegenden, von denen man es eigentlich zunächst nicht mehr erwartet oder zunächst nicht erwarten würde, nämlich Hansahafen und das Überwasserviertel, was zeigt, in welchen Ausmaß die NSDAP mittlerweile in die Münsteraner Gesellschaft eingebrochen ist. Ja, was wurde aus den Protagonisten, die wir jetzt öfters genannt haben? Nahentrup wurde der erste Rektor der der Uni mit einem NSDAP-Parteibuch. Er führte Wehrsport ein, was, wenn man Zeitzeugen glauben darf, wortwörtlich bis zum Erbrechen geübt worden ist. Er wollte einen Lehrstuhl für Wehrwissenschaften einführen, scheiterte dann aber später an der Wehrmacht, denn mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht wurden Nahentrup und andere Protagonisten im Graubereich einer militärischen Mobilisierung unwichtig. Man brauchte sie nicht mehr. Und Nahentrup konnte sich auch nur bis 35 als Rektor der Universität halten. Dann kam ein neuer, jüngerer Nationalsozialist. Bürger verschwindet komplett, taucht nur ab und zu im Münsteraner Karneval wieder auf. Franz Pfeffer von Salomon ist am 30. Januar 1933 schon entmachtet. Er war Hitler zu eigensinnig geworden. Man muss sich auch vorstellen, der Offizier Pfeffer und der einfache Infanteriesoldat Hitler. Das hat Pfeffer Adolf Hitler des Öfteren spüren lassen. Und ein Putsch der Berliner SA diente ihm dann als Vorwand, ihn als SA-Führer abzusetzen.
Er blieb Mitglied des Reichstages, der ja nichts zu sagen hatte. 1941 wurde Pfeffer dann sogar aus der NSDAP ausgeschlossen, wegen seiner Freundschaft zu Rudolf Hess. Von daher ist Franz Pfeffer von Salomon sehr gut durch die Entnazifizierung gekommen, denn er hat faktisch 1933 bis 1945 keine Rolle mehr gespielt. Wir finden ihn nach dem Krieg noch bei der Deutschen Partei in Hessen. Er wird allerdings nie wieder die Bedeutung erreichen, wie in den 20er Jahren. Heinz Köplin wird passenderweise Privatdetektiv, und zwar schon seit 1928. Und zu seinem 85. Geburtstag schreibt die WN: Dem verdienten Altersjubilar, der heute noch eifrig die politischen Ereignisse verfolgt, gelten unsere herzlichsten Glückwünsche. Martin Niemöller wird zu dem Pastor, wie er heute in Erinnerung ist. Er war bis 1933 überzeugter Nationalsozialist und wird mit der Kirchenpolitik der Nationalsozialisten zu einem ihrer größten Gegner. Er wird einer der führenden Köpfe der Bekennenden Kirche, muss deshalb mehrere Jahre ins Konzentrationslager. Aber auch nach dem Krieg ist durchaus noch anzumerken, aus welchem Milieu Niemöller eigentlich stammt. So wehrt er sich in den späten 40er Jahren oder gegen die Entnazifizierung und fordert seine Pastoren auch zum Widerstand dagegen. Über erst eigentlich in den 60er Jahren mit der APO wird Niemöller eigentlich zu dem Niemöller, wie wir heute noch sehen. Es gibt ein berühmtes Interview, wo Niemöller gesagt hat, seine Schuld sei gewesen, zu schweigen. Worüber er allerdings auch geschwiegen hat, war seine Rolle in Münster. Da hat er nie drüber geredet. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, ich möchte Herrn Richter ganz herzlich danken für seinen spannenden Vortrag, für seine Erläuterung, die er uns am Anfang gegeben hat, zu bestimmten Begriffen, die natürlich jetzt vornehmlich auch bekannt waren für die Zeit nach 1933, den Rassebegriff und so weiter, den Begriff des Völkischen. Das war sehr interessant, das Agieren der Freikorps und Wehren, nicht nur hier in Münster, sondern bis ins Ruhrgebiet. Da haben Sie, das merkt man, dass Sie Militärhistoriker sind, natürlich auch etwas zu diesen Kämpfen berichtet. Dann eben auch, wie daraus entstanden sind rechtsradikale Netzwerke und ganze rechtsradikale Karrieren. Ja. Das fand ich sehr spannend. Das nicht so schön, wir haben jetzt kein Publikum, das ist nicht so groß und die Fragerunde kann ich im Grunde jetzt nicht eröffnen, aber zum Ende würde ich Ihnen doch eine kleine Frage noch stellen wollen. Sie haben natürlich jetzt sehr viel über Militärkreise gesprochen. Gibt es denn eigentlich auch direkte Entwicklung oder direkte Verbindung jetzt in die Stadtobrigkeit, also dieser ganzen Freikorps, Wehren und so weiter? Wie hat denn die Bevölkerung, hat die da irgendwie was von mitbekommen, von diesen rechtsradikalen Organisationen, die sich da so langsam gebildet haben? Das hörte sich alles so ein bisschen konspirativ und so weiter an. Ist da irgendwas hier in Münster selber dann auch davon offenbar geworden? Durchaus, weil ähnlich wie es die radikale Rechte ja heute noch gern macht, man versucht den öffentlichen Raum zu besetzen. Durch Aufzüge, durch Umzüge, durch Veranstaltungen. In Münster kennt man die Bushaltestelle Alter Schützenhof, da stand der Schützenhof, eine große Halle, die sehr gerne dann auch von diesen Verbänden genommen worden sind. Oder die Studierendenschaft hat auch gerne sich dann Redner, antisemitische Redner eingeladen, und der Audimax, der platzte dann teilweise mit über 1500 Zuhörern aus allen Nähten. Münster um die 100.000, das war dann schon eine Hausnummer. Also das war durchaus öffentlich, dass man das mitgekriegt hat. Und es gab auch eine wesentlich breitere Presselandschaft als heute, und auch die einzelnen völkischen Gruppen hatten, wenn auch in kleiner Auflage, ihre Organe, mit denen sie mit hatten. Das fand nicht im Hinterzimmer statt, das war schon öffentlich. Und wenn wir das universitäre Milieu haben und wenn wir das militärische Milieu haben, da haben wir schon einen Großteil der Stadtgesellschaft drin gehabt. Ja, vielen Dank. Dann wirklich noch einmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Der Vortrag wird ja jetzt noch 14 Tage abrufbar sein über unsere Homepage. Da können Sie gerne nochmal das zur Gelegenheit nehmen, sich noch
den Vortrag nochmal anzuhören oder nochmal reinzuhören. Ich möchte wirklich jetzt auch nochmal einladen für den 10. Dezember zu unserem Themenabend über das Café Grotemeier. Erstmal guten Abend, ja, und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Danke.